wenn ein Musikfestival gar kein Risiko eingeht, dann wird das langweilig. Dann ist es sehr etabliert und sehr routiniert und wir versuchen immer wieder diesen Schritt zu wagen hinaus in das Experiment, in das Neue. Ich glaube, sinnliches Erleben wäre ein schönes Motto für die Musiktage. Musik mit allen Sinnen zu erleben, das steht für mich über den Musiktagen. Und wenn das gelingt, dann sind das ganz große emotionale Glücksmomente, die einen wirklich strahlen lassen. Und das merkt man dann dem gesamten Publikum an. Welche Künstler kann ich meinem Publikum präsentieren? Sei es, dass es Neuentdeckungen sind, die Künstler, die man eben noch nicht so kennt, sei es, dass es prominente Stars sind, die man eben unbedingt auch dabei haben möchte. Aber wir bleiben nicht dabei stehen. Wir versuchen mit diesen Künstlern wirklich in einen kreativen Dialog dann einzutreten. Ich habe jetzt gerade den Kontrast erlebt eigentlich zwischen Nordseeküste gestern Abend und heute hier dieses wunderbare Weserbergland. Und beides ist traumhaft für Niedersachsen, hat, glaube ich, landschaftlich sehr, sehr viel zu bieten. Und das ist auch durchaus musikalisch inspirierend. Und ich finde gerade so diese romantische Landschaft, die man hier von diesem Saal so wunderbar sehen kann, die passt dann auch sehr gut zur Musik von Robert Schumann. Wir gehen bei den Themen immer aufs Ganze, habe ich den Eindruck. Wenn Sie sich die Themen der letzten Jahre angucken, Aufbruch, die Nacht, das Fest in den Jahren davor, die Liebe, das sind wirklich die großen Themen. Wenn das ein zu abseitiges Thema ist, dann ist es etwas, was vielleicht auch ein Publikum ausschließen kann. Das wollen wir natürlich nicht. Am hellen Tage herzlich erschlagen, gibt es ja bei den Musiktagen unendlich viele Programme, wo man möglicherweise weder den Künstler noch das Stück kennt. Inzwischen ist aber ein Vertrauen da, trotzdem zu kommen. Und dementsprechend kommen auch viele Menschen jetzt in Konzerte, in die sie sonst vielleicht nie gehen würden, weil sie denken, boah, das wird aber bestimmt interessant. Wir meinen das sehr ernst. Spitzenkultur, höchste Ansprüche, die wir an uns selbst stellen, mit einer regionalen Verwurzelung in Verbindung zu bringen. Und gehen durch dieses Bundesland mit ganz offenen Augen, mit riesengroßen Ohren auch. Wie klingt dieses Bundesland? Welche Geschichten erzählt dieses Bundesland? Ein ganz wesentlicher Punkt bei den Musiktagen ist, dass sie so unheimlich vielfältig sind. Also das, was an Programmen geboten ist, passt manchmal auf den ersten Blick überhaupt nicht zusammen und dann wird es trotzdem wieder stimmig. Sehr unterschiedliche Künstler, die da aufeinandertreffen. Trotzdem gelingt es, einen Bogen zu spannen.
Das Reizvolle ist schon immer der Spielort, wo wir auftreten abends. Und wenn es so ungewöhnlich ist wie jetzt hier, gibt es einfach eine völlig andere Atmosphäre, eine andere Spannung hat es für uns. Und natürlich überträgt sich das auch im Publikum. Ich meine, das ist eben kein reiner Konzertsaal, sondern so eine Fabrikhalle. Und man versucht, sich da hineinzudenken, hineinzufühlen. Der Spur nach dem ganz spannenden Konzertprogramm und in welche Schublade man die packt, welches Etikett die oben drauf bekommen, das ist mir gar nicht so wichtig, sondern dass sie einfach die Menschen bewegen, dass sie mit vielen Ideen nach Hause gehen und die Musiktage im Herzen weiterhaben und in die Zukunft tragen. Besonders finde an den Musiktagen ist die Bandbreite der Musik, von der Modernen bis zur Klassik. Ich finde es gut, dass sowas gemacht wird. Vor allen Dingen sind ja auch viele junge Künstler dabei, die durch diese Musiktage gefördert werden. Ich finde es ganz toll, dass durch die niedersächsischen Musiktage qualitativ hochwertige und auch wichtige, kulturell wichtige und bedeutsame Musik einem breiten Publikum vorgeführt wird. Man lernt immer dazu und immer was Neues. Mir hat das gut gefallen. Was mir ganz besonders gut gefallen hat, dass auch danach der Imbiss sehr reichhaltig war.